Meine lieben Freunde, ein jeder fragt sich immer wieder, passen wir zwei irgendwie gut zusammen? Kommen wir gut miteinander aus? Das ist nicht nur für die Liebe bestimmt, sondern auch in der Arbeit, in einer Freundschaft und so weiter. Damit diesem Monat das Jahr 2019 zu Ende ist und der eine oder andere gern wissen will, was kommt im nächsten Jahr auf mich zu? Habe ich für jedes Sternzeichen eine Zusammenstellung gemacht, worin ich euch heute erkläre, wer mit dem anderen ein gutes Miteinander haben kann. Anhand eures Sternzeichens könnt ihr es euch dann immer wieder anhören. Beginnen wir mit den ersten 4 Sternzeichen. Danach folgen jede Woche jeweils 4 weitere Sternzeichen. Die genauen Daten für den Beginn und den Schluss des Tierkreiszeichen wechseln nach dem Geburtsjahr. Das hängt mit dem Stand der Sonne zusammen, der in den einzelnen Jahren um etliche Grade variiert. Also, wer passt nun zu wem? Oder auch nicht. Wir starten heute mit Widder, Stier, Zwillinge und Krebs. Der Widder vom 21. März bis 20. April. Er passt sehr gut zu Löwe und Schützen. Passt gut zu Stier, Zwillinge, Wassermann und Fisch. Passt wahrscheinlich überhaupt nicht zu Krebs, weil er zu launisch und leicht verletzlich ist. Waage ist zu unentschlossen und vorsichtig. Verhält sich neutral zur Jungfrau und zum Skorpion. Nun der Stier vom 21. April bis 20. Mai. Er passt sehr gut zu Jungfrau und Steinbock. Passt gut zu Zwillinge, Krebs, Fische und Widder. Passt wahrscheinlich nicht zum Wassermann, denn der will zu viel verändern. Löwe ist zu herrschsüchtig und eingebildet. Skorpion ist zu spitzfindig und intrigiert. Neutral verhält er sich zu Waage und Schütze. Nun zum Zwilling. Zwillinge vom 21. Mai bis 21. Juni. Er passt gut, sehr gut zu Waage und Wassermann. Passt gut zum Krebs, Löwe, Widder und Stier. Passt wahrscheinlich nicht gut zur Jungfrau, denn die ist zu pedantisch und ein Umstandskrämer. Schütze ist zu rastlos, genau wie sie selbst. Und die Fische? Fisch ist zu sehr nach innen gekehrt und trübsinnig. Verhält sich neutral zum Steinbock und zum Skorpion. Nun der Krebs vom 22. Juni bis 22. Juli. Er passt sehr gut zum Skorpion und Fische. Passt gut zu Löwe, Jungfrau, Stier und Zwillinge. Passt wahrscheinlich nicht gut zum Widder, der ist zu grob und verletzend. Waage ist einfach zu leichtsinnig. Steinbock ist zu materiell gesinnt. Und er hält sich neutral zum Schütze und zum Wassermann. So, das sind nun also die ersten 4 Sternzeichen. Und im zweiten Teil geht es weiter mit den Tierkreiszeichen Löwe, Jungfrau, Waage und Skorpion. Bis bald also, eure Deria.